Genau darauf kommt es an. Ins Training zu gehen, wenn ihr keinen Bock habt, wenn ihr euch nicht motiviert seid. Und wenn ihr das könnt, das schafft, kann euch keiner aufhalten. Deswegen zieht durch. Was geht YouTube? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute was anderes wieder. Und zwar habe ich mir gedacht, auf was habe ich am allerwenigsten Bock eigentlich? Und das mache ich einfach. Und das ist eigentlich Laufbahnlaufen. Also auf dem Laufband laufen, ich weiß nicht, wie es euch geht, ist nicht einer meiner Favoritenübungen bzw. Sachen, die ich mache. Und deswegen werde ich genau das machen, denn das will ich damit zeigen oder sagen. Einfach mal Sachen machen, auf die man keinen Bock hat, wo man eigentlich nicht so drauf Lust hat, wo man nicht so gerne macht. Meiner Meinung nach muss man genau solche Sachen einfach machen und durchziehen, um seine Ziele zu erreichen. Man wird nicht nur gut in Sachen oder erreicht seine Ziele, indem man das macht, was man immer macht, worin man gut ist, was einem immer Spaß macht, sondern aus der Komfortzone rauskommen und mal Sachen machen, die man nicht gerne macht. Und das werde ich jetzt tun. Heute wird er hier gelaufen und Cloud Eclipse, habe ich auch richtig Bock drauf, geiler Schuh, kann ich nur empfehlen, probiert mal aus. Und das ist einer der Gründe, warum ich es überhaupt nicht mag, auf dem Laufband zu laufen. Gebt euch die Aussicht, gebt euch auf was ich die ganze Zeit schaue. Aber ich will mich an die Grenzen pushen und das gehört einfach dazu. Das ist es. Das ist es. Genau darauf kommt es an, trainieren zu gehen, wenn man keinen Bock hat, seine Komfortzone rauszugehen und sich dann zu pushen. Wenn ihr das schafft, Sachen zu machen und durchzuziehen, auf die ihr eigentlich keine Lust habt, seid ihr unaufhaltsam. Kann euch keiner aufhalten. Deswegen bleibt dran, bin ich bei Kilometer 5, weil ich ziehe durch und ich schaffe. Und ich mache noch 7 und ich mache die 7 noch voll. Deswegen zieht durch. Ja, was soll ich sagen? Ich habe durchgezogen, ich habe das Training beendet, wie ich gesagt habe, 7 Kilometer voll gemacht. 40 Minuten, 33 Sekunden war es am Ende, um ganz genau zu sein. Ich blende euch auch mal die Daten vom Laufband ein, das sieht man jetzt leider nicht so viel. Ich habe aber natürlich meine Uhr mitlaufen lassen und daher habe ich auch die Durchschnittsgeschwindigkeit der Kilometer beziehungsweise auch wirklich genau, wie weit ich gelaufen bin. Es war ein bisschen anders zu meiner Uhr. Ich habe meine Uhr auch mitlaufen lassen, habe dadurch auch den Durchschnitt, meinen Puls natürlich alles mitgetrackt. Aber die Distanz war ein bisschen anders vom Laufband. Das ist ein Durchschnitt von 5,47. Puls war bei 131, war relativ normal, beziehungsweise im Dreier-Ausdauerpulsbereich, was ich auch machen wollte, das hat gepasst. Sonst die Frage an euch, ich finde das Laufbandlaufen auch wirklich anstrengender wie draußen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es euch da genauso geht. Ich fand es wirklich relativ anstrengend sogar. Vielleicht ist auch die Luft, die Hitze, weil es ein bisschen stickiger ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber da muss ich wirklich sagen, fand ich anstrengender wie draußen zu laufen. Und als nächstes kommt ein 5-Kilometer Lauf, da muss ich gucken, wie schnell ich bin. Ich hoffe, dass das Ausdauertraining sich gelohnt hat, schon ein bisschen ausgezahlt hat. Sonst muss ich wirklich sagen, macht mir das Laufbandlaufen immer noch keinen Spaß, hat sich nicht geändert. Auch diese Videos oder wie ihr im Video gesehen habt, diesen Ausblick, wenn man da irgendwas schaut die ganze Zeit, selbst wenn ein Fernseher irgendwie läuft. Ich weiß nicht, also das ist überhaupt nicht meins. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr das anders seht, ob das für euch einfacher, angenehmer ist, vielleicht sogar Laufband zu laufen. Klar, das Wetter, wenn man nicht so gut ist, oder es kühl ist, kann ich halt gut auf dem Laufband drin laufen, aber sonst muss ich ehrlich sagen, ist Laufband laufen einfach überhaupt nicht meins. Ich schaue mal vielleicht im Winter, dass ich ein paar Mal öfter noch mache, aber naja, ich glaube nicht, dass das Laufband laufen und ich sehr warm werden. Vielleicht mache ich auch mal eine Challenge mit 10 Kilometern, wer weiß, mal gucken. Ich weiß, dass manche wirklich einen Halbmarathon oder Marathon auf so ein Ding laufen, also da muss ich wirklich sagen, Hut ab, seid wirklich krank. Sonst danke fürs Einschalten vom Video, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, würde mich freuen. Für weitere Videos, mehr Motivation, bis zum nächsten Video. Ciao.